Kommen wir jetzt zu Frauke Ludowig. Da wurde es auch irgendwie eigenartig, denn zu Sendungsbeginn sah sie komisch aus. Also anders komisch als sonst komisch. Ganz herzlich willkommen zu Exklusiv. Ich bin Frauke Ludowig. Ja, und das ist wirklich ein riesiger Skandal. Als ich das gesehen habe, dachte ich, ist sie das? Jetzt hat sie es mit den OPs aber übertrieben, finde ich. Jetzt erkennt man sie ja gar nicht mehr. Oder ist das irgend so eine französische Klamotte, weißt du? So ein Designerstück, was keiner versteht. So, aber keine Sorge, glücklicherweise konnten wir den Originalausschnitt rekonstruieren und den zeigen wir natürlich. Ganz herzlich willkommen zu Exklusiv. Ich bin Frauke Ludowig. Ja, und das ist wirklich ein riesiger Skandal. So. Ja, machen wir. Bei Punkt 12 auf RTL, da hat Katja Burkhardt dagegen gezeigt, wie man seriös und pannenfrei durch eine Sendung führt. Auch wenn es gerade emotional wird, sie behält die Fassung. Ja. Selbst wenn einer etwas gewinnt. Das bedeutet, Sie haben ein Boxspringbett und 3000 Euro gewonnen. Wahnsinn! Ja! Wo kommt das alles her? Kommen die alle frisch vom Weihnachtsmarkt? Ja! Ich bin sehr froh, dass sie so gekreischt hat. Ja, das lenkt wenigstens von ihren Pornostiefeln ab. Hat sie noch einen Nebenjob? Also das ist ja Wahnsinn. Also ich meine, sie kann es tragen, aber nur gut, ja. Wobei dieses Gekreische, ja, da könnte man was Schönes draus machen, oder? Das könnte man, für die Automobilindustrie wäre das doch. Hier, können wir da mal, pack das mal auf dem Auto drauf. Das bedeutet, Sie haben ein Boxspringbett und 3000 Euro gewonnen. Wahnsinn! Ja! Das Auto wird nicht mehr geklaut. Als Diebstahlsicherung. Ich glaube schon. Ja. So, das war aber noch lange nicht alles. Katja Burkhardt kann nämlich nicht nur Auto, die kann auch sehr gut Sprachen. Also glaube ich zumindest. Er ist schon ein toller König, aber da wird noch mehr ein toller König. Stell doch deinen Royaler hin, guck, das ist niedlich. Ach. Was? Hallo, kann ich... Nee? Stell doch deinen Royaler hin, guck, das ist niedlich. Ach. Hat irgendeiner verstanden, was sie sagt? Was? Ja, hintenrum, aber da vorne ist auch noch massig Text. Niedlich! Ich meine, da sagt sie einmal irgendetwas ohne zu lispeln und dann versteht man kein Wort. Hier, achten Sie jetzt mal. Stell doch deinen Royaler hin, guck, das ist niedlich. Das ist doch Spanisch, oder nicht? Ist das Spanisch? Kann irgendjemand Spanisch? Ist irgendjemand hier, der Spanisch kann? Irgendjemand? Gar keiner? Ja, das ist natürlich, das ist scheiße. Ja. Wenn mir irgendjemand sagen kann, was Katja Burkhardt hier gerade spricht, 100.000, na, 20 Euro. 20 Euro. Name? Ja, aber der geht ja nicht drei Sätze lang. Also Gonzalo Francisco Rodrigo Niedlich! Wir müssen im Telefonbuch nachgucken, wie Herr Niedlich mit Vornamen heißt. Also, Angebot steht 20 Euro für denjenigen, der diesen Satz komplett entschlüsselt. Komm, 22 Euro. So. Es gibt übrigens Neues von Kathi Hummels, gute Freundin. So, und die hat uns endlich mal mitgenommen in ihren unfassbar interessanten Alltag und gleich mal erklärt, was das Geheimnis ihrer super guten Laune ist. Es ist Kaffee. Ich mache meine super Kathi Spezial Kaffeemischung. Dann kommt die Milch hier in meinen Erhitzer. Routinen sind mir sehr wichtig, weil ich bin viel unterwegs. Ich habe nicht so einen geregelten Lifestyle, sage ich jetzt mal, weil ich auch viel auf Reisen bin, ich bin viel auf Produktion. Und ich weiß aber trotzdem, mein Kaffee, der schmeckt mir immer gleich. Dann bin ich super glücklich. Ich glaube, man sieht es auch gerade an meinen Augen.
Sind das Tränensäcke oder kann man das wieder abmachen? Ja, in den Augen sehe ich das ganze Glück der Welt. Nicht. Vor allem, wenn, gucken Sie mal links. Wenn, also wenn das Ihr Kaffee ist, warum steht da ein Becher von Starbucks? Also Sie geben sich mal ganz viel Mühe mit Ihrem Kaffee, indem Sie den kauft. Ich will diese Augen abziehen. Vielleicht sollte sie es mal mit Tee probieren. Man kann ja auch Teebeutel auf die Augen legen. Da hat sie direkt hier zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, liebe Kathi. Hm? Gut, sie ist aber auch ansonsten sehr, sehr busy. Da kann man sich den Kaffee nicht selber machen. Sie musste nämlich in die USA und deshalb hat sie sich direkt mal eine schöne Infusion gelegt. Hi. Grüß dich, hi. Sorry. Ach, so lieb, dass wir. Ich habe das schon mal vorbereitet, sehr gerne. Ich weiß, die Zeit ist ja immer das Problem. Trotzdem habe ich jetzt noch eine Infusion vorbereitet, wie die letzten Male auch. Ein bisschen mit Vitaminen, Nährstoffen, Aminosäuren. Du kennst das schon, wir machen alles wie bisher. Ich lege dir jetzt erstmal einen Zugang. Mittlerweile ist es normal, dass man sowas macht. In den USA macht es jeder. Ja, jeder macht das. Und wenn die das in den USA machen, dann müssen wir das ja auch machen. Weil die in den USA sind so super schlau. Infusion. Ich will, ab morgen will ich auch Infusion. Ich will 5 Infusionen am Tag. Und die erste ist Gulasch. Infusion. Ja. Infusion. So, und nach der Infusion gibt es dann noch eine kleine Dialyse. Dann werden die Nieren ausgetauscht. Und die Frau Hummels bekommt noch ihren Lieblingskaffee direkt auf die Augen. Gut. Frisch infusioniert geht es dann endlich ab in den Flieger. Doch nach der Landung in den USA, komplette Katastrophe, der pinke Koffer ist weg. Meine Damen und Herren, der pinke Koffer, der pinke. Ja, ich habe mich aufgeregt, weil ich mir einfach denke, das kann doch nicht sein, dass jetzt ausgerechnet der Koffer verloren geht. Ich verstehe gar nicht, wie kann denn so ein pinker Koffer verschwinden, der auffälligste von allen. Der hat meine Medizin drin, meine Sonnenbrillen sind drin, meine Trüffelsalze. Trüffelsalze. Da ist Ihre Medizin, die Sonnenbrillen und die Trüffelsalze. Erzählen Sie mir nicht, Sie verreisen ohne Trüffelsalze. Get a life. Ich weiß noch nicht mal, was ein Trüffelsalz ist. Was sind denn mehrere Trüffel? Gibt es Unterschiede in den Trüffelsalzeln? Wolfgang, wie viele Trüffelsalze hast du? Ich habe auch keins. Wer hat Trüffelsalz? Hat hier irgendjemand Trüffelsalze? Ich habe noch nicht mal Trüffel. Was macht man mit Trüffelsalz? Sag ihn. Salz gibt das, wie gesagt, der Pfeffer in die Speise rein. Plus Trüffel. Ha! So, aber zum Glück hat Kathis Unterkunft einiges zu bieten und deshalb konnte sie dann doch noch auf ihre Trüffelsalze verzichten. Ich habe noch nichts gesehen, ne? Aber schau mal, wir sind hier voll Das ist mein Lieblingsbalsamico. Ich bin im falschen Film. Ich habe mich noch nie so über Balsamico gefreut. Das Maggi der oberen 10.000. Mein Lieblingsbalsamico. Vor allem, sie hat sich eine tierisch teure Unterkunft gemietet und das Ding sieht aus wie eine Messi-Bude. Olla Balsamico. Was stimmt mit meinem Leben nicht, dass mir solche Sachen so egal sind? Balsamico. Gibt es Balsamico mit Trüffel? Ich muss unbedingt meine Balsamico-Trüffelsoße mitnehmen.